Willkommen zurück zu meinem Video. Und heute lese ich euch irgendwas Witziges durch, und zwar das hier. Also Leute, habe ich von der Schule geholt. Ein witziges Buch. Ein witziges Look, da lernen wir sowas. Also Leute, falls du nicht unten kostenlos abonniert hast, dann wirst du nie witzige Sachen hören. Leute, ich denke mir das nicht aus. Okay Leute, ihr wisst, dass ich Späße mache. Keine Sorge, okay? Es ist alles okay. Und Uli ist auf jeden Fall dabei bei der Geschichte. Also, ja. Leute, ich glaube, wir sollen anfangen. Lachen ist gesund. Das stimmt ja auch. Also, übrigens, Leute, Lachen ist sehr gesund, okay? Wenn du lachst, dann ist es gesund. Okay, wie auch immer. Ich lese euch diese witzige Geschichte durch. Und dann könnt ihr vielleicht... Lachen ist gesund, okay? Ihr müsst gar nichts beantworten, ihr müsst nicht zuhören, ihr könnt einfach die Geschichte einfach hören. Luxi macht Ferien. Okay, Luxi macht Ferien. Also, Emmas große ich fange jetzt an, okay? Emmas große Schwester ist schwanger. Freu dich jetzt, wirst du Tante. Meint sie zu Emma. Emma stampft wütend mit dem Fuß. Ich wollte aber Stundwoman werden. Ich versuche nicht zu lachen. Du darfst schon lachen. Du darfst alles. Nur ich versuche nicht zu lachen. Ihr könnt gerne mitmachen, aber ihr müsst nicht, okay? Das war schon echt witzig, oder? Ein bisschen zumindest. Okay. Heute bin ich im Traum auf einen Nagel getreten. Das muss echt wehtun, Leute. Erzählt Niki beim Frühstück, darauf sein großer Bruder, warum musst du auch immer barfuß schlafen? Okay, das war schon witzig auf jeden Fall. Die letzte hier ist witzig, okay? Ein Mann kommt in die Zoohandlung und meint, ich hätte gerne 23 Spinnen, 13 Mäuse und 16 Kakerlaken. Okay, das ist schon witzig. Wofür brauchen Sie die Tiere denn? Fragt die Verkäuferin. Ich ziehe morgen aus meiner Wohnung aus, meint der Mann. Und mein Vermieter meint, ich muss die Wohnung so zurückgeben, wie ich sie bekommen habe. Hä? Ich verstehe das ein bisschen nicht, aber ist okay. Zwei Esel sitzen auf einem Baum und stricken. Da fliegt ein Frosch auf einem roten Traktor vorbei. Darauf ein Esel zum anderen. Sachen gibt's. Leute, also diese Geschichte, diese hier verstehe ich irgendwie nicht. Also diese. Also seht ihr diesen Lux? Also diese bei Z, schaut sich das an. Das verstehe ich irgendwie nicht. Versteht ihr es? Ich glaube ja. Papa, sind das Darlehen oder... Also, ich kann dieses Wort nicht lesen, aber ich glaube, das heißt Chrysanthemen vor unserem Haus. Chrysanthemen, und wie schreibt man das? Ach, ich glaube, es sind doch Darlehen, mein Kind. Okay. Leute, jetzt wird's witzig. Also, wir sind noch nicht bei der Letzte, aber Leute, ja, es wird schon sehr witzig auf jeden Fall. Die kleine Lilly ist im Einkaufszentrum verloren gegangen. Eine freundliche Verkäuferin will ihr helfen und fragt, wie heißen denn deine Eltern? Lilly überlegt kurz und meint, dann Schatzi und Hasi. Okay Leute, das war schon witzig auf jeden Fall. Ich darf schon lachen, wir machen jetzt heute kein Lach-Challenge, aber das war schon witzig, oder? Also, da geht's darum, weil die kleine Lilly ist, der ist noch ein Baby, der hat seine Eltern verloren in Einkaufszentrum. Weil, Leute, so ist mir einmal auch passiert, dass ich sind wir bei meinem Eltern, also in Rumänien war das, da konnte ich die Österreich nicht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dann bin ich einfach so irgendwo lang gegangen und dann habe ich auf einmal meine Eltern verloren. Und dann hat die Verkäufer ein Mann gesagt, wie heißen deine Eltern denn? Ich habe gesagt, ich war noch ein Baby, Leute, und ich habe gesagt, ich weiß nicht genau.
Ich wusste es nicht, okay. Okay, Leute, jetzt kommt das Witzigste der Welt. Okay, Leute, ich muss zugeben, es ist nicht für jeden witzig. Also, darf ich schnell aufs Klo gehen? Fragt Timo die Lehrerin während des Unterrichts. So machen wir es auch immer. Also die Lehrerin, also das erzähle ich euch dann. Ich dann, nicht ich dran. Okay, wir auch mal weiter. Warte bitte noch ein bisschen, meint die Lehrerin. In 5 Minuten ist Pause. Und bis dahin möchte ich von euch wissen, wo gibt es in Österreich großen See? Timo, unter meinem Stuhl ist gleich einer. Das ist schon witzig auf jeden Fall, weil, also die Lehrerin wollte aufs Klo gehen. In 5 Minuten war Pause. Wir haben immer um 9:30 Pause. Also wer fertig mit dem Unterricht ist, also da, also wer fertig mit der Aufgabe ist, so klingt es besser, dann haben wir immer Pause bis halb, also bis 10 Uhr oder circa sowas. 10 Uhr vor 10. Und da geht es darum, er wollte aufs Klo gehen. Unsere Lehrerin fragt uns nicht, er geht einfach, er beeilt sich, ja, Okay, Leute, ich habe das verwechselt. Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir herzlich leid. Sie rennt, sie fragt uns nicht, sie rennt einfach aufs Klo. Sie beeilt sich. Also, und da geht es darum, und in 5 Minuten war Pause und die möchten wissen, wartet. Also, da steht, und bis dahin möchte ich von euch wissen, wo gibt es in Österreich große Seen? Vielleicht wisst ihr es. Also, die Lehrerin hat uns sowas noch nie gefragt. Aber Leute, und dann hat sie gesagt, unter meinem Stuhl ist ein großer See von Österreich. Unter dem Stuhl gibt es gar nichts. Irgendwo Seen gibt es in wo wir vor 3 Tagen waren. Erinnert ihr euch? Also ich weiß nicht, wo das ist, aber dort, wo wir einmal waren, das ist ein See von Österreich. Also ja, Leute, okay, das war's für diese Folge, Leute. Es war schon länger, als ich dachte. Also Leute, es war schon witzig auf jeden Fall, weil ich habe versucht nicht zu lachen und es hat geklappt. Und ich will euch mit Udi verabschieden. Er war oben. Also okay Leute, das war's für diese Folge. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Leute, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Lachen ist gesund. Das müsst ihr merken, Leute. Dass ihr lacht, das ist sehr gesund für den Körper. Also ja, soll ich noch eine Folge dazu machen, dass ich frage mal die Lehrerin, ob ich noch ein witziger Luchse, also ein Luchse nach Hause nehmen kann. Und dann kann ich vielleicht das tun, Leute. Aber Leute, und übrigens, in die Schule hatte ich auf einmal Kopfschmerzen. Also kam aus der Nix, aber. Oh, da ist meine Mama. Also, okay, Leute, das war's für den Fall, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, tja, Leute, und. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe es euch gesagt, Lachen ist gesund. Also Leute, und wie auch immer gesagt, ich frage mal die Lehrerin, ob wir natürlich noch ein, dass ich noch einen Luchs nach Hause nehmen kann. Ob ihr nochmal, vielleicht wird das ja auch witziger. Also ja, also Leute, in die Schule holen wir natürlich die Luchs ab. Okay, wir auch mal lachen. Also ich habe genug geredet. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Also Leute, ja, ich fahre jetzt heute. Heute werde ich noch in Thun irgendwas machen, weil, Leute, übrigens, und dann verabschiede ich, okay? Also, und dann in Thun werde ich auch ein Video machen, weil heute gehe ich zu Englisch. Ich war schon genug, aber ich bin schon müde, okay? Aber, Leute, es ist noch nicht vorbei. Also, ich habe schnell ein Video gemacht, der Leute, ja, bye!